Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So. Wir wollen mal hier lang gehen und schauen, was wir hier alles so haben. Aber bevor wir weitergehen, speichern wir. Und. So. Das ist unerwartet. Lothar oder Jota? Dieses Rumpeln und Pumpeln, das klingt ein bisschen so. 721-762. Es rumpelt. Und ich dachte eigentlich, das wäre ein Weg in die Stadt. Hieß es nicht so etwas? Der Varan. Nichts zu plündern. Er ist tot, aber... da kann man nicht viel machen. Und diese Geräusche. Und wir brauchen eine Karte. Wir haben hier ein Level Up. Und ich dachte, das wären Beine, die ich durch die Büsche gesehen habe. Aber dabei sind es nur Pelze. Gut, und diese Geräusche wurden nicht besser. Lester kann uns nichts... Gut, dass wir noch mal gekommen sind. Lester, mein Freund. Lester? Was weißt du über die Gegend? Nichts, wie es scheint. Hier scheint keine Gegner mehr zu sein, aber auch kein Weg führt hier raus. Ich dachte, das wäre ein Teil, wo man ja jederzeit wieder gehen kann. Oder besser gesagt, rausgehen kann. Dass es auf der anderen Seite der Stadt rausgeht oder so. Verdammt. Moment. Wo kommt man denn jetzt wieder hoch? Ich glaube da, oder? Ja. Aber vielleicht gibt es das Gleiche auf der anderen Seite und ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Und dachte, die Höhle wäre der Ausgang. Gut, in dem Fall gehen wir der Höhle... der Steinwand entgegen. Schauen mal, wo es uns hinführt. Aha. Okay, da ist die Höhle. Wir waren ja hier drin und hier war nichts mehr. Man hört dieses Atmen. Sonst kann man hier nichts machen. Gut. Kompliziert, aber machbar. So. Also immer schön an der Wand entlang und schauen, ob irgendetwas passiert. Vielleicht auch sogar irgendwo eine Truhe oder eine versteckte Höhle ist.
Hier hat man irgendetwas gehört. Vielleicht da oben. Okay. Lederbeutel. Gut. Die sollten wir aufmachen. Also von dem Geld her sieht es mal nicht schlecht aus. Ja, dieser Ring 120. Und was gibt uns der Händler? 12 oder so. Nee, das ist zu wenig. Gibt es auch andere Händler mit anderen Preisen? Das wäre hilfreich zu wissen. Dann haben wir wirklich nur den Weg durch Dings zu gehen? Durch die Stadt? Nee, warte, wir können ja noch... wir können ja noch Dings machen. Um die Stadt rumgehen und schauen, ob wir es irgendwie schaffen. Ich werde jetzt noch die Punkte in Einhand investieren. Dann sollten wir, wenn das hier stimmt, eine 33% Chance zu kritten. Kritten bedeutet... Falsche Taste. So. Und kritten bedeutet fast One-Shots. Sehr gut. So. Ich rede hey, mit dir. Du. Zeig mir. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Genau. Einhand 5. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Ah. Das ist besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Warte. Das gleiche wie im ersten Teil. Das macht keinen Unterschied. Oder man sieht keinen Unterschied. Hey, du! Von den Werten her. Okay, 30er ist also das Maximal. Lernen. Sicher? Was willst du wissen? Dann mit Rüstung ein bisschen aufbessern. Gut, jetzt haben wir... Schon besser so. Du hast eine Menge verlernt. Naja, aber das kriegen wir schon wieder hin. Gut. Dann wieder... das Wolfsschwert und dann haben wir 33% Crit-Chance. Das ist gut. Es sei denn, es ist nach Crit und das bedeutet irgendetwas anderes. Aber warum wird es dann in Prozente? Trefferchance kann es ja auch nicht sein. Dann würde heißen, mit 10%, dass wir nie treffen. Oder von 10 Schlägen nur einen. Und die Schreine... Ich kann mich daran erinnern, dass die irgendetwas machen, aber... Wir haben es ausprobiert und das brachte nichts, oder? Warte, das können wir gleich testen. So. Speichern. Hier. Also in der Statue. Beten. 100. 1 Geschicklichkeit. Okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Ich muss mir mal herausfinden. Ich glaube, es war pro Statue nur einmal.
Aber die Statue von Belia hat uns nichts gegeben, obwohl wir 3 Lebenspunkte investiert haben, oder? Ja, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Okay. Edles Kurzschwert. Es war doch noch hier ein Degen, oder? Ja. Degen. Das wäre perfekt. 20. Oh, es benötigt 20 Geschick. Ich würde gerade sagen, oh, dann können wir locker. Hat es sonst noch etwas? Sonst Geschick? Oder besser gesagt, Geschick. Kurzbogen. Stück. Okay, es gibt also ein paar Einhandwaffen, die Geschick benötigen. Interessant. So, mal so verkaufen. Pfeile behalten wir. Mal schnell nachschauen. Also, haben wir nicht mehr Gold? Ja, wir haben Jahrhunderte gespendet. Ja, ein Zehntel davon. Gut, muss los. Ich muss weiter. Von mir aus. Gut. Wir gehen gleich hier drüben und gehen dieser Wand entlang. Schauen mal, was es bringt. Da vorne sind ein paar böse Blutfliegen. Die werden wir gleich annektieren. Okay. Gut. Das ist gut. Und wir haben ja hier ein paar Pelze. Ja. Am Anfang ist alles besser. Butlerfleisch. Gut. Ist der Fisch roh? Können wir eine Lebensmittelvergiftung kriegen oder so? So. Nichts zu holen. Haben wir andere Bewegungsmuster eingesetzt? Scheint so, als würden wir nicht zu plündern. Besser werden. Ist das vielleicht nicht die Crit-Chance, sondern die Erfahrung, wie gut man damit umgehen kann? Okay, vielleicht können wir was reißen. Oh, scheiße. Oder? Können wir nur einen anlocken? Sind das Junge? Oder was? Oh. Wir hatten mehr oder weniger volles Leben. Die haben uns von den Socken gehauen, als gäbe es keinen Morgen.
Okay. Wir müssen alles erkunden. Wenn die Möglichkeit... Wow, Sonne. Wenn die Möglichkeit besteht, hier etwas zu finden, dann will ich es wissen. Okay, die waren zu schnell. Aber vielleicht es gibt hier die Möglichkeit, okay, die sterben nicht mit deinem Schuss und manchmal prallen die ab. Oh. Das ist bitter. Gut, dann gehen wir mal... Oh, was ist denn das hier? Nichts. Was ist das für ein Lärm? Ja, was ist das? Ich glaube, das war ein Nachtschatten. Hölle! Okay. Was zum Fick ist hier los? In einem kleinen Wald am Eingang vom Stadtgebiet, wo man höchstens Level 2 ist, platziert man Orks und Schattenläufer oder Nachtläufer. Und okay. Ja, das ist sicher wie im ersten Teil. Kaum ist man ein paar Stufen höher, fallen die wie die Fliegen. Gut. Bevor wir hier einfach weitergehen, gehen wir hier entlang. So, ich speichere mal. Das habe ich euch nicht gezeigt, aber hier. Die da, die sind stark und wesentlich mehr, als ich gedacht habe. Wir haben hier gespeichert. Schauen wir mal, wie gut wir hier gegen die ankommen. Überhaupt nicht. Was war das für ein Lärm? Wurden wir auch von hinten angegriffen? Okay, wir sind hier um die Hütte herumgegangen. Super, hier gibt es auch Wölfe. Von nur den. Okay.
Gut, gut. Wir haben zwar keine Pfanne. Dann können wir das Fleisch nach braten. Nach Korinnes. Ah, eine Riesenratte. Ich hätte speichern sollen. Verdammt. Der Wolf war wenigstens... Okay, bevor wir laufen, sollte ich mich wirklich heilen. Schade. Okay, und weiter geht's. Das ist wirklich schade. Und wir können nicht blocken. Dabei sah es am Anfang so gut aus. Ach. Ich will nicht in die Stadt, weil in die Stadt gehen ja die Hauptquest ist. Ich will zuerst auch noch ein bisschen erkunden und schauen, was gibt es. Finde ich bessere Rüstung? Kann ich stärker werden? Diesmal hat es geklappt. Was haben wir hier? Feuerwurz. Wenn ich hier runterfalle, kriege ich Schaden? Nein. Oh, nach diesem heldenhaften Kampf muss ich speichern. So. Dann... Fischsuppe schnabulieren. Und Pilze. Und jetzt nochmal speichern. Gut. Ich glaube, da gibt es mehr Gegner. Ja, wie sieht es leveltechnisch aus? Oh, verdammt. Ja, leider sieht es nicht gut aus, leveltechnisch. Na, komm her. Okay. Interessant. Oh, warte. Nach Corinis und zur Taverne. Was für eine Taverne? Ich wäre fast runtergefallen. So, und speichern. Gut, hier. Das ist auch ein Wolf, oder? Nur der, oder? Drüben ist auch noch einer. Eieiei. Das Wasser. So, wir speichern. Am Anfang muss man wirklich nach jedem Kampf speichern.
wollte ich schon sagen. Oh, da vorne ist ein Schatten. Aber dieses Lager gibt es ja nicht mehr. So. Werden wir angegriffen? Ne, alles ruhig, dann kann ich speichern. Gut. Was ist dieses Rascheln? Was haben wir hier? Weidebeeren. Fleischwanzen. Leicht verdiente. Vielleicht so. Ernsthaft? Warum halten sie so viele Schläge aus? Witz. So. Nichts zu plündern. Ja. Hier haben wir ein paar Tränke. Literbeutel. Spruchrollen. Die verwende ich selten. Fleischwanzen. Da ist nichts zu holen. Ja. Gut, nachdem wir hier alles gemacht haben, speichern. Dann. Was ist das für eine. Okay. Hier lebt also ein Ork. Aha, ja. So. Ja. Der tötet uns schneller, als wir Hallo sagen können. Vielleicht mit dem Bogen. Wir haben den Bogen nicht geskillt, also. Ne, wir sind nicht schnell genug, um ihn überhaupt zwischen seinen Angriffen zu treffen. Verdammt. Aber dafür sind wir. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Dafür sind wir ein paar Fleischwanzen losgeworden. Okay. So. Da haben wir nichts und wir sind wieder hier oben. Ich würde dann. Haben wir vergessen, die Heilkräuter hier zu nehmen? Oder nur dieses eine? Okay. Da vorne ist ein Goblin. Dann wollen wir mal. Ja. Okay, die sind stärker als die wir kennen. Die Frage ist, warum? So, Brudlerfleisch, Dunkelpilz.
Und noch mehr andere Kräuter. Wir müssen alle Kräuter sammeln. Denn es gibt da Chemie und wir können Stärketränke und Geschicklichkeitstränke und so machen. Zur Taverne nach Korinnes. Was haben wir hier? Zur Taverne. Zum Leuchtturm. Nach Korinnes. Wenn wir den Weg folgen, kommen wir nach Korinnes und das hier geht. Oh Scheiße. Oh. Sagt er. Waffe weg. Nicht schlecht. Ich muss nur noch über 30 von denen töten. Warte, ich habe da Stimmen gehört. So. Leuchtturm, Taverne. Ah, das sind Bauern, oder? So. Ja, die Pilze mitgenommen. Denn bevor wir mit ihnen reden, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.